uns interessiert, sehr aus unserer Perspektive rauszutreten und andere Perspektiven zuzulassen. Und das interessiert uns natürlich auch persönlich, aber eben auch künstlerisch. Also Anliegen war auf jeden Fall, die verschiedenen Gefühlslagen von verschiedenen Menschen irgendwie aufzugreifen, eigentlich so persönliche Geschichten oder auch Meinungen einzufangen. Das war uns wichtig und auch vielleicht irgendwie so eine Art Grundgefühl der Menschen in Berlin irgendwie rauszufinden oder zu schauen, was die einzelnen Personen eigentlich so gerade umtreibt oder beschäftigt. Ich würde sagen, dass unsere Arbeit so viel über Geschichten erzählen, über Objekte funktioniert, dass wir, wenn wir Objekte sehen, direkt Menschen damit verbinden. In unserer Arbeit gibt es auch viele so Konstellationen an Objekten, die dann wiederum zusammen eine Geschichte erzählen und auf das hinweisen, was wir in den Interviews hören. Ich habe das Gefühl, dass die Qualität von unserer Seite auch darin liegt, dass eben die kleinen Sachen miteinander verwoben sind. Es ist in dem Sinne, es ist auch eine Einladung, sich Zeit zu nehmen für sowohl die Ausstellung, aber eben auch für die Antworten von den Menschen aus Berlin. Wir sind Lynn Scheidweiler, Pia Pospischil und Ariane Koziolek.